Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 3. Wir sind hier Land der Wasserspeier, ist ein geplagter Ort, okay. Da bin ich sehr wahrscheinlich auf dem Kartenteil ein Stück weiter südlich jetzt. B3 sind wir auf jeden Fall. Ja, und hier sind wir jetzt wieder woanders, nämlich Wald der bösen Augen. Okay. Wald der bösen Augen. Nein, da wollen wir nicht rein. Ja, das gucken wir uns genauer an. Geld ist immer gut. Die Ringe gehören uns. Oh, was ist das denn da für ein Spinnenvieh? Ach, ist das schön, wenn man wieder total irrsinnig ist. Drachenodem. Oh. Wer kann das denn lernen? Zeit verzerren. Halt. Viel zu weit wieder mal. Und noch eine Reihe hier hin. Da ist aber nichts mehr gewesen. So, jetzt muss ich mal gucken, wer hat mich hier von Irrsinn befreit? Frage, kommt hier noch was mit Irrsinn?
Ui. Sir Pullman, erlaubt mir, mich vorzustellen. Sir Pullman, Wettkampfinstruktor. Für einen Gegenwert von 1000 Gold lehre ich euch die Tricks in meinem Sport. Ihr werdet genauer werden. Eine Stunde nehmen? Nein, erstmal nicht. Speichern wir mal. Genauer werden. Das heißt, Genauigkeit 0. Durch den Irrsinn. Okay, wir sollten erstmal den Irrsinn wieder heilen. Tja, war irgendwo auf der anderen Seite. Könnte der gewesen sein. Ja, genau. Bitte mal heilen. Was hat er denn noch? Oh, er ist vergiftet. Deswegen. Macht 5. Ach du Jemine. Aber ich habe doch einen Gift-Heilen-Gegenstand. Ach du Jemine, das habe ich nicht mitbekommen. Hat mich sehr wahrscheinlich die Spinne da unten vergiftet. Wer hat das denn? Gegengifthorn. Den Schild ablegen. So, den da. Nein, wir wollen da nicht rein. Gehen einen Schritt zur Seite. Da. Puh, das ist wieder nach oben geschnellt. Sehr gut. Ich hoffe, das hat keine längeren negativen Effekte gehabt. So, gehen wir doch nochmal dahin. Und Holzkiste, die öffnen wir natürlich. Nochmal genau schauen. Wir haben 19 Genauigkeit. Ich hätte erst safen sollen. Ach komm, 1000. 20, cool. Jo, dann speichern wir noch direkt mal. Kann ich das mehrfach machen? Wie oft kann ich das machen? Und das scheint ja nicht temporär zu sein. Das ist ja krass. Das kann ich unendlich oft machen. Ist ja wahrscheinlich nur bis zu einer fünften Stufe. 24. Aber dann lohnt sich das ja schon. Boah, jetzt testen wir es aber mal aus. Ihr könnt so viel wie ich. Ich kann euch nichts mehr beibringen. Ja, dann sollte ich bei jedem bis 25 hoch machen, weil so viel Geld ist das nicht. Genauigkeit auf 25 bei jedem bringen. Wie viel Geld habe ich denn noch bei mir? Wo sehe ich das denn nochmal genau? 9-mal kann ich es noch machen hier. Ah, Moment, da war noch so ein anderer hier, der wollte irgendwie 10.000 haben. Wer war das denn? Nee, für 1000 heilen. Der da drüber vielleicht? 10.000 in Gebühr. Kraft und Ausdauer macht er höher.
Also ich brauche Geld, keine Frage. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen Geld holen. Ja, kürzen hier natürlich wieder ab. Wachtbord. Und wir wollen, geht auch klein schreiben. Ah, es geht auch klein schreiben. Ich muss also nicht groß schreiben. Okay. Der hat aber Nacht haben. Uhr morgens. Dann resten wir mal. Tja, ist die Frage, wie viel Geld brauche ich jetzt? Wie oft kann ich das mit den 10.000 machen? Eieiei. Ja, Geld von der Bank nehmen. Ungern. Aber wir brauchen es. Gold. Ich nehme mal 100.000 mit. Ich hoffe, das reicht. 1, 2, 3. So. Zehntausend ist eine Menge. Das testen wir erstmal nicht, dass der mir hier gar nichts gibt. Ah, wie viel hatte ich denn jetzt? Ah, Mist. Also, Macht 21 und Ausdauer 16. 16 und 21. Das hat ihn aber was Energie gekostet. Boah. Sechzehn und 21, 10 Macht haben wir dafür bekommen. Und 10 Ausdauer. Okay, da kann man nichts mehr machen. Aber die anderen da. Ihr seid kein Ritter. Was? Ritter. Da steht Ritter. Ritter. Sind alles Ritter. Redest du denn da? Das heißt, er trainiert nur Ritter. Also richtige Charakterritter. Ist halt kein Ritter. Ja, dann geht das da nicht. Okay. Dann hätte ich auch nicht so viel Geld abheben müssen. Nein, zu dir wollten wir gar nicht. Ah, und der kann uns jetzt den Rest beibringen, bis das nicht mehr geht. Die Genauigkeit. Ja, jede Menge Lehrstunden. Kann nichts mehr beibringen. Okay. Auf zum nächsten. Die Nummer 3. Kostet zwar viel Geld jetzt, aber das lohnt sich auf jeden Fall, diese Werte hochzumachen.
So, du weißt genauso viel wie ich. Dann sind wir jetzt bei Nummer 4 angelangt. Nummer 5. Ach so. Du weißt genauso viel wie die Nummer 4. So, noch der letzte. So, das war's. Gucken wir uns das nochmal an. Genauigkeit 25, 25, 25, 25, 25, 25. Nice. Alter 24, natürlich 19. Wieso ist sein Alter um 5 Jahre mehr? Das kann man zwar wieder zurückmachen irgendwann. Aber. Das kann durch Magie und so passieren. War sie mit irgendwas befallen oder zu lange krank? Das ist natürlich mies. Die anderen sind alle noch 19, natürlichen Alters. Also den kann ich später nochmal zurückmachen. Aber da muss ich trotzdem aufpassen. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben keine Buffs draus. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Testen wir das mal. Okay, der ist schon krank wieder, oder was? Er ist schwach. Bäm. Ja, also ich würde sagen, oh, wir kommen hier auch nicht mehr weg. Ach du Jemine. Und ich habe nicht gespeichert. Trotzdem mal schnell weg, bitte. Was ist Drachenodem? Machen das jetzt einfach mal. Ja, Feuer, Feuer hilft bei allen, oder? Ja. Und nicht ganz bei allen. Nein, wieso bin ich auch da hingegangen? Ich keine Buffs drauf, gar nichts. Und mach so einen Mist. Nahrung. Nee, da kannst du Nahrung mit herstellen, ne? Das ist ja Blödsinn. Extra Heilung. So. Mein mächtiger Magier macht aber keinen Drachenodem. Er macht einen Feuerball. Klerikerin, heil dich schnell.
Ach du Jemine, stirb endlich! So, ja, und jede Menge von den Viechern. Hoffentlich sind die was schwächer. Aber ich glaube, die sind noch stärker. Nee, oh, der ist schwächer als dieser Ghoul. Das ist schon mal gut. Vielleicht klappt es ja doch noch. Ja, unbedingt ihn wieder zur Heilung. Ja, vielleicht auch ein Massenzauber. Signal komme ich nicht weg, kann ich mich nur hin teleportieren. Giftwolke. Nein, noch so ein mächtiger Ghoul, das gibt's doch nicht. Grrr, vernichte erstmal die anderen da. Nicht mehr genug Spruchpunkte. Toll. Jetzt geht's los. Neun Punkte. Was setzen wir denn da ein? Womit greifen die denn an mit was für komischen Zaubern? Kannst du noch dreimal Wundenheil machen. Besser als nichts. Ich glaube, ich bin voll umzingelt hier. Rest in peace. Passt ja gut, dass wir hier stehen. Ich will fliehen. Ist das hier Flucht? Nix wie weg hier. Näher untersuchen, ja, warum nicht? Ein verrottetes Wesen flüstert euch zu. Sein Atem riecht nach Erde. Je mehr davon da ist, desto weniger seht ihr. Was ist es? Falsch, der Körper wankt zu seinem Grab zurück. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns schnellstens wieder... Oh, ein Strudel. Ich aufpassen. Tja, das ging ja ordentlich in die Hose. So, 1200, so ein Mist. Aber es muss sein. Ach du abends. Schon zu. Kurz warten, 5 Uhr morgens. So, 5 Uhr morgens ist da und rein da. Ihr sucht Hilfe. Ja, wir brauchen ein bisschen Buffs. Und zwar Hyhot.
So, magisch gestärkt. Payback Time. So, gehen wir doch nochmal auf diese Mistinsel zurück und treten den in ihren Punkt. Aber vorher speichern wir. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.